und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA Mobile. Heute werde ich ein paar Packs ziehen. Ich habe nämlich die ganze Woche im Voraus aufgenommen gehabt, weil ich nicht zu Hause war. Habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, da ich halt täglich mit den Live-Events gezockt hatte und die Live-Events halt schon eingelöst waren quasi in den letzten Folgen. Aber jetzt sind wir die ganzen Live-Events da. Ich habe auch ganz, ganz viele Live-Events halt unter der Woche gezockt, täglich FIFA Mobile gezockt, privat halt. Und habe jetzt ein paar Packs freigeschaltet. Einmal hier Top-Transfers, dann noch ein paar Pro-Packs und noch natürlich ganz viele Dublonen, die wir heute ablegen werden. Ich hoffe mal, dass ich so am Ende 400.000 Münzen habe. So, mein Team. Objekte ansehen. Ich habe hier 3 Pro-Packs und ein Top-Transfer-Pack. Komm, wir starten einfach mal mit dem ersten hier. Weil in diesen Packs können ja auch ab und zu gute Spieler drin sein. Also schauen wir mal. Im ersten ist schon mal kein guter drin. Cola ist der einzige Goldspieler hier. Das beste Pack ist natürlich dieses Top-Transfer-Pack, was ich, glaube ich, beinahe oder fast wiederbekomme. Also fast zum zweiten Mal, glaube ich. Sieht so. Okay, wir können Team updaten. Machen wir mal. Und dann noch das letzte. Aber ich bin gespannt auf das Top-Transfers-Pack. Let's go. Hier auch nichts Gutes drin. Aber jetzt, Leute, jetzt heißt es hier Top-Transfer. Und ich hoffe, wir ziehen da irgendeinen geilen Spieler. Ihr habt mir auch unten in die Kommentare geschrieben, dass ich meinen Stürmer verbessern soll. Oder endlich mal einen anderen holen soll für Karim Benzema. Habt ihr da Lust drauf, Leute? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann kann ich ja mal in den nächsten paar Folgen einen neuen Stürmer kaufen. Karim Benzema vorher verkaufen. Und dann, ich denke mal, da werden wir trotzdem einen guten Spieler finden, aber vielleicht kriegen wir jetzt hier in diesem Top-Transfers-Pack einen guten Stürmer. Vielleicht sehen wir auch Neymar, Leute, es wäre zu heftig. Let's go, schauen wir rein. Ich hoffe mindestens 90 plus, das wäre sowas von geil. Emre Mor, der alte Kollege. 86 ist jetzt nicht so überragend, aber schauen wir mal, für wie viel wir Emre Mor verkaufen können. Weil ich glaube, nicht allzu wenig. Emre Mor. 86. Ja, muss ich natürlich 86 hier auch nochmal einstellen. Jetzt kommt David Luiz. Emre Mor, 74.000 Münzen verkauft. 60.000 Münzen, jawohl. Nehme ich doch gerne mit. Emre Mor verkaufe ich, weil den brauche ich halt nicht. 65.000 Münzen stelle ich hier so rein. Und ich mache mal 70 sofort Kauf. Vielleicht geht er ja trotzdem raus. Schauen wir einfach mal. Das ist richtig nice. Das heißt, wir haben jetzt schon 320.000 Münzen Minimum, ohne dass wir die Dublonen abgestoßen haben. Die können wir jetzt auch noch alle abstoßen. Ich glaube, ich habe so viele da von am Start. Ich stelle hier oben Token ein. So, meine höchste ist, glaube ich, auch sogar 15.000. Ich habe halt die ganze Woche so ein bisschen privat gezockt hier, FIFA Mobile, weil ich halt nicht zu Hause war. Ich konnte nicht aufnehmen. Deswegen hatte ich ja vorproduziert gehabt, die Folgen. 10.000 Münzen hier, zack. Dann geht's weiter. Ihr seht, Leute, wie viele Dublonen ich hier habe. Ich habe täglich 3-4 Mal gezockt, die ganzen Live-Events. Also nur immer Piratenschiff, dass ich immer nur Dublonen bekomme. 8.000 Münzen. Und es geht weiter und weiter. Die Reihe hört gar nicht auf, Leute. Die Reihe hört da gar nicht auf. Und das sind nur die Bronzenen. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Silberne. Was natürlich überragend ist, ne? Also das lohnt sich definitiv, wenn man täglich da sich die Dublonen holt. Auch wenn man nur 1.000 Münzen bekommt. Ist auch schon heftig, weil 1.000 Münzen, Leute. Überlegt euch mal, man würde auf der Konsole, sage ich mal. Ich bin halt auch so ein Konsolenzocker, nicht nur FIFA Mobile. Da gab es heute nämlich auch einen FIFA 18 Video auf meinem Kanal. Um 16 Uhr ist es, glaube ich, online gegangen. Verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung an diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben sollten. Da hatte ich euch auch gefragt gehabt, ob ihr Bock habt auf FIFA 18 Videos. Also FIFA Mobile gibt es täglich 20 Uhr, aber so als extra, so vielleicht um 15 Uhr, um 16 Uhr, um 17 Uhr nochmal ein FIFA 18 Ultimate Team Video oder so. Oder je nachdem, worauf ihr Bock habt in FIFA 18 oder was ihr halt sehen möchtet. Man kann ja Karriere spielen, man kann Ultimate Team spielen. Natürlich, ich bin ein Ultimate Team Zocker. Das ist natürlich klar. Und wo sind hier meine anderen Dublonen? Wo verstecken die sich? Ich habe auf jeden Fall noch Silberne gehabt, das weiß ich.
Was man hier nicht einstellen kann, ne? Transferwert. Wo sind die denn? Transferwert, so viele. Alter. Ach hier, Ende einer Ära habt ihr gesagt. Upsala, das wollte ich nicht ablegen. Ja komm, lege ich einmal ab jetzt hier. Boah, habe ich davon viele am Start. Ja, das geht mir gerade richtig hier auf den Sack, ne, dass ich so viele Tauken am Start habe. Die sind ganz vorne, Leute. Ich habe die ganze Zeit übersehen. 25.000er Dublone. Dann habe ich hier noch Rom. Die, habt ihr gesagt, kann ich auch abstoßen. Die brauche ich auch nicht. Und so, Leute, 85.000 Münzen, zack, auf unser Konto. Stand hier auch nochmal 7.500, 5.000. Oh shit, Leute, ich werde reich. Nochmal 5.000, habe ich hier vorne noch irgendwo eine übersehen. Aber ich glaube nicht, das war's hier. Jetzt kommen ja noch die ganzen anderen. Das war's, Leute. Und ich habe 448.000 Münzen. Bam, ey. Richtig, richtig nice. Geil. Und wenn ich Benzema verkaufe, ich kann, schau mal nach, für wie viel ich ihn verkaufen könnte. Ihr könnt mal jetzt natürlich auch nochmal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch, ob ihr es genauso seht, dass ich Benzema verkaufen soll und mir einen anderen Stürmer kaufen soll. Ich habe schon mal nachgeschaut. Ich hätte mega Bock, Leute. Es gibt einen Spieler, den ich wirklich holen würde. Und das ist nicht natürlich Romelu Lukaku. Ich glaube, 94er Bewertung hat der. Und was das für ein Biest ist. Der kostet nämlich 700.000 Münzen. Und wenn wir jetzt ihn für 200.000 Münzen verkaufen, Benzema, haben wir ca. 640.000. Das heißt, es fehlt nicht mehr so viel für den 94er Romelu Lukaku. Und schaut euch diese Stats an. Schaut euch diese Stats an. Welche Karte ist denn stärker? Die Tots-Karte ist, glaube ich, noch nicht so stark, oder? Sprintgeschwindigkeit, nee, diese Jet-Lukaku-Karte ist stärker, Leute. Schaut euch diese Stats an. 100 Schusskraft, 105 Stärke und 100 Sprintgeschwindigkeit. Sprintgeschwindigkeit 100, Romelu Lukaku, Leute, dieses Monster. Abschluss 96, Kopfball 95, den muss ich einfach haben. Also, ich denke mal, das ist so mein Plan, den ich in den nächsten Folgen so durchführen werde. Top-Transfers spielen wir natürlich erstmal wieder. Heute gibt es natürlich auch noch ein paar Live-Events. Morgen geht es natürlich dann weiter mit Versus Angriff. Live-Events gibt es dann da natürlich auch wieder. Und vielleicht verkaufe ich morgen schon Karim Benzema. Wer weiß. Muss ich mal schauen. Also mit dem Dybala-Transfer bin ich mehr als zufrieden, weil der einfach geil ist. Den habe ich mir auch in den letzten paar Folgen gekauft. Die FIFA Mobile Playlist ist natürlich unten, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Upsalalala. Das war ein Versprecher hier. 4 Ziele, 4 Versuche noch, das sollte machbar sein. Und bam, 2 getroffen. Jetzt noch 2 Ziele in 4 Versuchen. Oder in 3, nee, in 4 Versuchen. Trifft die 1. Und jetzt wahrscheinlich der letzte Schluss hier. Bam, wir treffen nochmal die 2. Wir kriegen natürlich wieder die 2 Top-Transfers-Marken. Ich weiß nicht, habe ich 4 oder 2? Oder habe ich noch gar keinen? Jetzt kommt's. Ich habe 0. Upsala, da habe ich mich da wohl... Habe ich gerade an was anderes gedacht, oder wie? Aber ich hätte... Ich bin ja Meinung, als hätte ich da schon 2, 3 am Start gehabt. Ja, keine Ahnung. Wir machen jetzt natürlich noch Piratenschiff 2, 3 Mal, um noch weitere Dublonen freizuspielen. Oh, es gibt ein anderes Live-Event. Wir müssen jetzt hier aufs Tor schießen. Oh, mit Feuereffekt. Mit Feuereffekt und wir müssen nicht mehr dieses Boot abschießen. Als Elfmeter quasi. Aber ich mache hier die Dinger nicht rein. Paulo Dybala, jetzt hier der erste Schuss, der mal ins Tor geht von ihm. Der zweite geht rein. Und dann hier noch der letzte. Wir werden es einfach insgesamt 2-mal spielen heute. Also noch einmal danach. Sollten wir es jetzt hier überhaupt schaffen. Komm, Dybala, hau ihn rein. Nicht so. Hier läuft man nämlich langsamer im blauen Bereich. Deswegen ist es etwas schwieriger. Deswegen schieße ich meistens hier. Ja, okay. So geht's auch mit dem angedrehten, angeschnittenen Schuss. Erste Mal und jetzt noch das zweite Mal. Das heißt, nochmal 3 Tore hier reinhauen. Bei Steve Mandanda ist da, glaube ich, im Kasten.
Sollte ich den Namen da richtig lesen? Er ist immer kurze Zeit da eingeblendet. Komm, Dybala. Boom. Zweites Tor. Und dann noch das letzte Tor. Nicht, sondern es wird jetzt kommen. Komm, Dybala. Ja, wieder mit dem angeschnittenen Schuss. Und mal gucken, haben wir jetzt Glück und kriegen wieder so eine 25.000er Marke oder Dublone heißen sie ja. Hier im ersten, achso, das ist das erste Mal, dass ich Piratenschiff heute gespielt habe, kriege ich wieder eine Karte hier quasi. Eine Landkarte. Und noch eine Landkarte. Im ersten Pack hatte ich hier also keine Dublone, sondern zwei Landkartenstücke. Und beim zweiten Mal 1000er Dublone. Okay, da spare ich wieder. Definitiv muss ich jetzt nicht nochmal machen, ich würde sagen. Aktivitäten abholen und dann war es das erstmal für heute, ne? Heute eine etwas kürzere Folge, wie gesagt, checkt das FIFA 18 Video noch aus, was vorhin online kam. Oh, Blue Stars Stürmer, da muss ich nochmal nachschauen, wie viele ST-Tauken uns noch fehlen, also Stürmer-Tauken für Eden Hazard. Eden Hazard. Pläne. Aber ich glaube, so viele sind das nicht mehr. Das heißt, wir könnten den 91er abholen. Eine fehlt mir noch und drei Blue Star Spiele. Das heißt, wir könnten auch den 91er Hazard in den Sturm stellen. Oder wir spielen uns den ZOM Hazard frei. Könnten wir auch machen. Weil wenn wir Hazard dann im ZOM haben, können wir uns unseren Lukaku holen. Und im ZOM habe ich halt Kaká und Dybala. Wenn wir den ZOM Hazard so hoch spielen, dass er dann irgendwann mehr als Dybala hat, kann ich Dybala wieder verkaufen und so weiter und so fort. Und dann kann ich für die Münzen, die ich für Dybala bekomme, einen anderen Spieler kaufen. Das war's auf jeden Fall hier für die heutige Folge. Ich habe viele Pläne im Kopf. FIFA Mobile Update kommt ja nicht in diesem Monat, sondern erst im November. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da, abonniert mich kostenlos, sagt euren Freunden Bescheid, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Morgen geht's weiter natürlich um 20 Uhr FIFA Mobile. Haut rein und tschüssi.